Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Green Hell. Ja, da. Wir haben uns ein bisschen wieder verlaufen, ist ja nichts Neues leider. Aber das Gute ist, wir haben Wasser gefunden. Und da bin ich gerade an Psychotria vorbei. Da ist eine Klapperschlange, von der halte ich mich ganz weit fern. Da ich sowieso nicht weiß, wann wir das nächste Mal ein Feuerchen machen können, würde ich hier einfach das wirklich ignorieren, wenn da irgendwelche Tiere sind. Da ist wieder... Nee, das ist, glaube ich, nicht diese komische Zwiebel. So, was ist das? Ein neuer Eintrag. Eine kaputte Brücke. Oh, warte mal. Kann es sein, dass wir... Oh, ich kenne den Ort doch. Oh, das ist nicht so gut. Okay, dann mal gucken. Wir sind gerade jetzt weit... Okay, wir sind viel zu weit. Ich muss wieder nach Nordwesten laufen. Wir sind hier und das ist genau die Brücke, die wir repariert hatten. Okay, auf geht's nach Nordwesten. Ich bin vollkommen falsch gelaufen. Hier muss ich hin. Da muss ich hin. Nordwesten. Okay. Und es kann sein, dass hier auf der rechten Seite theoretisch Eingeborene sind. Deswegen halte ich mich hier schön links. Ich habe nämlich keine Lust, hier zu sterben. Da ist unsere Brücke. Ich freue mich. Mist. Oh, warte mal. Doch, das geht, das geht. Das geht. Dann nehmen wir uns einfach ein bisschen Fleisch mit. So. Und weil die Schlange es drauf anlegt, wo ist mein Lauf 3, 2, 1, wo ist mein Bogen? Auf der 1 ist mein Bogen, okay. Ja, dann geh doch mal kurz. So. Ja, kann ich bitte? Okay, das hat funktioniert. Die verziehen gerade ziemlich, habe ich das Gefühl. So. Dankeschön. Was? Ich habe keinen Platz mehr? Oh. Das ändern wir aber. Das ändern wir. Das mache ich nicht. Oh je, wie machen wir das jetzt? Haha, kein Platz mehr im Rucksack. Das ist aber doof jetzt. Ich bräuchte eigentlich nur ein Eckchen für das Fleisch. Deswegen packe ich mal kurz die Maden hier hoch. Inventar Tetris. Und den Schokoriegel kann ich hier hinlegen. Und jetzt mit ein bisschen Glück passiert das Fleisch dazwischen. Nein? Dann pack doch mal den Schokoriegel hier hin. Und das noch ein bisschen weit. Das geht auch nicht weiter darüber. Wieso geht denn das Fleisch hier nicht einfach rein? Das muss hier doch, das ist doch... Da kann doch mir keiner erzählen, dass hier nicht noch ein bisschen Fleisch reinpasst. So, dann halte ich vielleicht hier unten. Und das hier oben irgendwie zu dem anderen Pilz. Ah ja, da passt es rein. Sehr gut. Wenn wir dann nämlich das nächste Mal wieder... So, jetzt muss ich mal hier kurz auf meine Uhr gucken. Nein, bitte länger. Nordwesten, also in die Richtung. Hier vielleicht. Da vorne ist wieder der Berg. Vielleicht sollte ich einfach mal dahin gehen, ne? Wenn da schon irgendwas war, was ich gesehen habe in der Nähe, dann sollte ich mich vielleicht einfach an das Ding halten. Ich habe mich ein bisschen ablenken lassen. Es tut mir leid. Hier sollten wir vielleicht einfach mal entlanglaufen, oder? Wobei ich halt auch nicht weiß, ob wir hier im Ansatz richtig sind oder komplett falsch. Oder ich habe keine Ahnung. Vielleicht gucke ich einfach mal kurz auf unsere Map. 39... 20. Ja, aber wir laufen jetzt, glaube ich, wieder hier entlang. Das ist okay. Und wir können jetzt zumindest gucken, ob wir hier nicht irgendwas Interessantes finden. Da unten ist ein Tal. Aha. Also schlimmstenfalls merken wir uns, dass da hinten die Brücke war. Wir umrunden jetzt einfach das Ding hier. Das wird schon irgendwas bringen. Wir laufen jetzt, glaube ich, gerade außen an diesem Berg entlang. Vielleicht... Die Nüsse lasse ich liegen. Ich glaube... Wobei, warte, nein, ich muss sie ja nicht... Ich kann sie ja auch einfach essen. Ich weiß, ich könnte mir gerade Parasiten zuziehen, weil wir ein bisschen schmutzig sind. Aber ich hoffe, das passiert nicht. Hier. Pilzenriesiger. Es ist halt die Frage, wo genau haben wir das gesehen, dieses große Ding. War das da oben drauf oder war das hier? Oh, das ist jetzt schwierig. Ich gehe mal zu dem hier zurück, denn ich weiß, daran sind wir vorbei. Was ist das?
Da geht eine Höhle rein, guck mal. Und da ist ein... Naja, den ignorieren wir, den netten Skorpion. Ich habe es gefunden. Ein neuer Ort entdeckt. Und das ist ein... Was ist das? Das könnte eine Art Aufzug sein. Was ist das? Ich bin mir nicht sicher. Also wirklich nicht ganz. Neuer Ort. Aber doch, das... Da drüben ist die Konstruktion. Dann müssten wir irgendwo da drüben geschaffen. Da ist, glaube ich, der... Da, doch, doch, seht ihr hier, da jetzt, wo gerade dieser kleine weiße Punkt ist. Das war der Baum, daneben standen wir. Dann würde ich doch mal sagen, Mia. Oh, du hast mich spät nachts angerufen. Oh, wir haben ja noch gar nicht erzählt, dass wir das Ayahuasca getrunken haben. Erzählen wir ihr mal die zwei Sachen, oder? Mia, just before the accident, you called me in the middle of the night. What happened? My lamp went out. I panicked. Du hattest Angst. No, come on. You were scared. What happened? I know. I'm sorry. Don't worry about me. I need to know if everything's all right. Okay? It's not all right. How can it be? You're out there, far away from me. Hey, you're right. It was just a dumb question, okay? I'm just worried. I know. Die Arme. Aber irgendwas verschweigt sie uns, glaube ich, oder? Erzählen wir ihr mal, dass wir das Ayahuasca getrunken haben und deswegen Dinge gesehen haben. Mia, before you called, I drank Ayahuasca. It helped me remember our first days here. When you went to the village. What? Jake, don't ever do that again. It's dangerous. Besides, not all you see under its influence is true. But did you get to the village by boat? Yes. And you did take part in the ritual. That doesn't change anything. I'm afraid of what you might see. Just come back to me. Please. Let's leave the past behind. I'm trying to, but I need to know what happened. Mia. Mia? Irgendwas verheimlicht die uns doch. Irgendwas sagt sie uns nicht. Sie hat Angst davor, was wir sehen könnten. Das macht doch kein Generator. Ja, das ist auch so. Hier vorne, das ist vermutlich der Knopf, mit dem wir ihn runterlassen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hallo, Generator. Okay. Überprüfe, wohin der Aufzug führt. Neuer Dialog. Dann reden wir doch mal. Ich habe einen Aufzug gefunden. So, got some news. Found an elevator. Had some issues with it. But finally managed to get it running. And now I can check to see where it leads. Jake, slow down. An elevator. I'll let you know as soon as I find out more. Was geht hier nur vor? Aber ich freue mich, wir haben einen Aufzug. Also... hinunter mit uns. Ich habe Angst, was passiert. Ich hätte mir hier oben irgendwie was zum Speichern gewünscht, aber wir sind ganz, ganz streng genommen. Ich kann hier nicht auf die Karte gucken gerade. Aber wir dürfen theoretisch nicht allzu weit sein von unserem Unterstand. Also sprich, falls wir hier sterben sollten, sollte es eigentlich nicht so ewig dauern, bis wir wieder... Jetzt kann ich, glaube ich... Nee, immer noch nicht. Muss ich erst da raus? Okay. Genau. Hier war unsere Ding, hier ist die Höhle. Jetzt würden wir sie wiederfinden, die ist bei 1841. Das wäre gar nicht so schwer, das wiederzufinden. Also das würde theoretisch gehen. Dann schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Ist hier unten denn irgendwas Nützliches, außer... Ich habe keine Ahnung, was du bist. Ich nehme hier einfach mal mit. Komm. Wir haben noch unsicheres Tabak. Oh ja, warte mal, Tabakblätter, die muss ich einpacken. Ich weiß noch nicht wie, aber ich muss sie einpacken. Vielleicht, wenn ich dich einfach hier runterlege und dann müssten doch die Tabakblätter hier bestimmt rein. Nein? Sicher nicht. Vielleicht, wenn ich meine Knochennadel hier runterlege. Hier runter, habe ich gesagt. Ich will die Tabakblätter unbedingt mitnehmen können für die Gelegenheit, wenn wir irgendwie... Ach, Mist. Und wir haben auch keinen... Oh Gott, wir haben keine Molinaria-Blätter mehr. Paranüsse. Ich könnte das mal versuchen, hier das ein bisschen anders hinzulegen.
Jetzt müssten hier die Tabakblätter doch aber irgendwie... Ja doch, hier, jetzt passen sie rein. Für den Fall, dass wir nochmal einen Verband brauchen, dann können wir nochmal einpacken, ja, eigentlich. So. Und ich bin vollkommen überladen. Trifft sich aber ganz gut, denn das hier hat noch 19 Stunden. Das Fleisch müsste ich langsam mal zubereiten. Wisst ihr was? Dann essen wir doch einfach mal das hier und trinken ein bisschen Wasser. Sehr schön. Keine Parasiten, nichts. Und wir können uns wieder bewegen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie versuchen, falls ich Parasiten bekommen sollte vom Wasser, versuchen, dieses Ding zu finden, was... Okay, da ist ein Weg. Ich wollte gerade sagen, was wir von oben gesehen haben. Da vorne sieht man es schon durch die Bäume ein bisschen. Oh, Egel nehme ich an. Bitte seid Egel. Ich will keine ekligen Würmer. Oh Gott sei Dank. Egel werden wir immer einfach los. Alles andere ist widerlicher. Hoffentlich ist da unten was zum Speichern. Ich würde ungern hier... Hier ist auf jeden Fall ein Weg. Die Stöcke hier dienen als Geländer. Und wir haben hier definitiv einen Pfad, dem wir folgen können. Und dem wir jetzt einfach auch mal tatsächlich folgen werden. Ich habe da gesehen... Das? Egal. Ich tue einfach so, als hätte ich nicht gesehen, dass da, glaube ich, irgendwas über den Weg gehuscht ist. Wir essen jetzt hier auf jeden Fall erstmal Nüsse. Wir müssen uns irgendwo hinlegen und schlafen. Guck mal, da ist auf jeden Fall was. Illegale Goldmine. Wow. Okay. Eine illegale Goldmine. Okay. Pilze. Ich esse da einfach mal fröhlich. Ich bräuchte Energie. Ich will hier nicht einfach umkippen. Eine illegale Goldmine. Wow. Das ist mal ein Fund. Ich versuche mal möglichst schnell auf die andere Seite zu kommen. Zu diesem Gebäude hier. Das sieht alles zum Glück für uns sehr alt und verfallen aus, denn ich glaube, eine illegale Goldmine mitten im Dschungel würde bedeuten, dass wer auch immer hier ist, sich nicht freut, wenn wir zu Besuch kommen. Wow. War das schon immer hier? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Okay, wir sind hier. Kann ich hier irgendwo speichern? Schlafen? Ja, ein Kalender. Da konnten wir doch. Jawohl, speichern. Dankeschön. So, gespeichert. Alles gut. Und hier gibt es bestimmt auch irgendwo ein Bett. Wir werden Notizen gleich lesen. Ich würde mich gern irgendwo erst hinlegen und... Wir brauchen nämlich ganz dringend Schlaf. Gibt es hier irgendwas, wo ich schlafen kann? Tasche durchsuchen wir, Erste-Hilfe-Kasten durchsuchen wir. Dosenmilch können wir nahe trinken. Ich bräuchte irgendwas, um zu schlafen. Ganz dringend, bitte. Gibt es hier bitte irgendwas mit einem improvisierten... Die kann ich bestimmt nicht aufnehmen, oder? Doch, kann ich. Sehr gut. Packe ich ein. Gibt es hier bitte irgendwo ein improvisiertes Bett oder sowas? Ich werde mir morgen, sobald wir ein bisschen ausgeschlafen haben, werde ich mir hier liebend gerne alles angucken, was es gibt. Aber jetzt würde ich einfach gerne... Ja, es gibt eine Matratze. Wir schlafen einmal bitte. Oh. Das Schöne ist nämlich, wenn wir auf sowas schlafen, fangen wir uns keine Parasiten und alles ein. So, wir schlafen einfach mal richtig lange aus. Und es ist mitten in der Nacht. Wunderschön. Dose, das heißt, wir haben hier was zu essen, wir haben hier was zu trinken, da ist eine Tasche. Aber zuerst benachrichtigen wir mal Mia. Mitten in der Nacht. Ich habe eine illegale Goldmine gefunden. Mia, you're not gonna believe this. Looks like I found an illegal gold mine. The jungle is full of surprises. Anything of interest there? I'll let you know. Okay. Über die Goldmine, ja bitte. Sieht aus, als hätte jemand eine Bluttransfusion versucht. Was? Wo? Looks like someone was attempting a blood transfusion here. There's a lot of it. On the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. Or, on second thought, maybe I don't. Wo haben wir hier was mit Bluttransfusion gefunden? Oh Gott, will ich das überhaupt wissen? Ist unser Fleisch noch essbar? Ja, aber ein paar Teil von unseren Pilzen nicht. Dann würde ich mich jetzt dran machen, dass wir ganz schnell irgendwo ein schönes Lagerfeuerchen machen. Vielleicht irgendwo, wo ich...
Da kam ich gerade raus, ne? Da waren meine Dinger drin. Was ist halt so dunkel? Vielleicht irgendwo, wo ich tatsächlich. Kann ich hier hochspringen? Leere Dose? Nein. Ich muss ein Feuer machen auf jeden Fall. Und ich würde das gerne irgendwo machen, wo es überdacht ist, damit wir keine Sorge haben müssen wegen dem Regen. Vielleicht einfach hier. Hier vielleicht. Kann ich nicht hier einfach ein Feuerchen anzünden? Das wäre mir jetzt echt ganz lieb. Entschuldigung. Gerade falsch rum. Hier ein kleines Feuer. Ah, hier unten kann ich das machen. Ist hier irgendwas, wo irgendwas drüber ist? Dass ich hier vielleicht ein bisschen sicherer bin mit dem Feuer? Nein? Ach, Mist. Das Problem ist, wenn wir hier irgendwo einfach in der Pampa draußen Feuer machen, ohne dass es überdacht ist, kann es jederzeit ausgehen. Wir könnten versuchen, es hier sehr nahe am Gebäude zu machen. Ob es dann vielleicht dieses kleine vorartige Ding hier einfach noch reicht. Denn das steht hier so ein bisschen über. Und es könnte sein, dass das reicht, dass wir hier... ein paar Stöcke fehlen uns. Es könnte sein, dass es reicht, damit wir hier das Feuer vom Regen geschützt haben. Wir sammeln einfach ein paar Stöcke. Hier sind Käfige. Ich weiß nicht genau, was das ist. Dafür ist es gerade zu dunkel. Federn nehme ich keine mit. Wir haben keinen Platz. Oh Gott. Oh, Hilfe. Ich würde hier so gern mehr sehen, aber das Problem ist, es ist halt sehr dunkel. Aber länger schlafen ging auch nicht mehr. Ich freue mich so, wenn es hell ist und wir die Goldmine ein bisschen besser sehen können. Und ich wünschte, wir hätten irgendwie jetzt hier noch genug Licht, damit ich besser Steine und Stöcke sammeln kann. Eigentlich nur Stöcke, Steine brauchen wir nicht. Aber wir finden schon welche. Wir sind ja mitten im Dschungel, wir fallen öfter mal Sachen runter. Wir gehen einfach mal in die Richtung. Da, wo auch unsere Pilze sind, für den Fall, dass wir gleich schmutziges Wasser trinken müssen. Ich hoffe zumindest, dass wir unten Wasser haben in der Mine. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Also hier ist nicht so viel mit Stöckchen, wie ich gehofft hatte. Stöckchen, bitte. Ich brauche nur ein paar. Also viele sind es echt nicht mehr, die wir brauchen. Ist das ein Stöckchen? Das ist ein Holzscheit und kein Stöckchen. Das lassen wir liegen. Ja, dann gehen wir bitte kurz den hier. Das kann ich gar nicht, oder? Das ist einfach nur ein Stock und den kriege ich nicht weg. Super. Hilfe. Okay, das da ist ein kleines Bäumchen. Den kann ich kurz abhacken. Wir brauchen ganz dringend Holz. Ich lasse den langen Stock liegen. Wir würden eigentlich schon kurze reichen, die wir hier auch bekommen eigentlich. So. Ich weiß nicht, ob ich 4 oder 5 noch gebraucht habe. Auf jeden Fall reicht das, was wir hier gerade finden. Und ich muss kurz zurück. Da unten ist... Das sind wunderschöne Papageien. Ein bisschen andere Papageien als die wir bisher gesehen haben. Wir hatten die blau-roten und das sind jetzt ja mehr blau-gelbe. So, komm ich hier drüber? Nein, kann ich nicht. Komm ich hier, oh Gott, ich komm ich hier bitte wieder raus? Oh nein, bitte. Oh, danke schön. Ich dachte gerade, wir stecken fest. Das wäre der Super-GAU gewesen. Dann werden wir gleich, fürchte ich, auch rausfinden, ob unser Lagerfeuerchen hier tatsächlich gut steht. Ja, die haben... Ich will gar nicht wissen, wie lange das gedauert hat, das hier alles aufzubauen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, oder? So, einmal das hier bitte benutzen. Mit einem bisschen trockenem Blatt. Unsere Energie müsste eigentlich reichen. Sehr schön. Dann zünden wir das hier mal an. Und dann haben wir hier ein wunderschönes Schildkrötenpanzerchen, das wir auch direkt mal mit Wasser füllen. Okay, Moment. Schütten. Das haben wir ja manchmal. Der Bug ist scheinbar immer noch da. Dann legen wir uns... Nein, es geht nicht. Verdammt. Okay, es ist nicht überdacht. Das ist jetzt echt ärgerlich. Jetzt müssen wir es nämlich nochmal anzünden. Das ist nicht schön. Und das Wasser hier ist immer noch unsicher. Mist. Ich muss ganz bald irgendwas also bauen, wo ich... Wir haben noch 2 Blätter. Ich hoffe, es hört gleich auf zu regnen. Ja, komm schon. Mist. Wir sind schon zu müde. Verdammt.
Ja, dann lassen wir das erstmal hier. Ich würde noch mal kurz speichern, auf einem anderen Spielstand allerdings. So. Für den Fall der Fälle und dann müssen wir uns auf jeden Fall so ein Ding bauen, so einen kleinen Unterstand für unser Feuer. Aber erstmal kurz die Mine bewundern. Da drüben ist. Da sind wir nicht runtergekommen. Das ist was anderes. Da drüben. Seht ihr da? Wir gehen mal hier ein Stück näher. Da drüben. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Hier sind überall Papageien. Da müssen wir vermutlich hin. Das hier ist unsere, ja, kaputte Mine sozusagen. Oder wie auch immer ich es nennen soll. Unsere verlassene illegale Goldmine. Ja, die Pfannen kann ich leider nicht mitnehmen. Habe ich hier Wasser? Habe ich hier irgendwie Wasser? Sonst wird's echt übel. Also hier wurde nach Gold gewaschen, aber scheinbar. Ja, dann müsste ich mir hier tatsächlich meine Kokosnussschalen auslegen, damit wir Wasser sammeln können, wenn es hier keins gibt. Wir könnten versuchen, Papageien zu schießen für Essen. Ich verstehe schon, warum er das nicht trinken möchte. Da müsste ich eigentlich durchkommen. Müsste ich eigentlich durchkommen? Nein, komme ich nicht durch? Okay. Dann geh doch einfach mal hier vorne rüber. Das geht wenigstens. Ich bin ein bisschen. Hier sind wir runtergekommen. Das war es, wo wir runter. Und da, wo ich jetzt hin möchte, das ist da hinten dann. Eine kleine Tour durch unsere Mine quasi. Was ist das? Was leuchtet das? Was ist das? Wieso leuchtet das? Wieso? Ach, das ist ein Spiegel, vermutlich um Signale zu geben. Clever. Und ich muss mich da wieder schlafen legen, bevor wir umkippen. Nicht so clever. Und dann müssen wir auch wieder bald was trinken. Ich würde auch, bevor wir uns gleich schlafen, das müsste hier gewesen sein, würde ich auch noch ganz, ganz kurz hier meine Kokosnussschalen hinlegen. So, und jetzt müssen wir uns ganz schnell wieder schlafen legen, denn sonst kippen wir wieder um. Ja, bitte, schlafen, bevor wir ohnmächtig werden. Oh, Mann. Zum Glück, wir werden den Tag zur Verfügung haben. Ach, ja, dann ist 13 Uhr, das ist gut. Und es regnet. Das heißt aber auch, ich krieg Wasser. Und vermutlich ist mein Fleisch inzwischen vergammelt, oder? Ja, leider. Und meine einen Früchte auch. Oh, da ist so viel vergammelt. Wir sammeln einfach ein bisschen. Ist egal. Wir haben noch, wir haben Wasser, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Habe ich noch Pilze, die ich habe noch Pilze, sehr gut. Das Einzige, was wirklich problematisch werden könnte, wäre tatsächlich Wasser. Wobei. Ja, gut. Okay, da ist unser. Das haben wir getrunken, sehr schön. Dann schauen wir uns jetzt tatsächlich endlich mal die Zettel an. Was haben wir denn da? Lesen wir. Rafael Bueno de Campos, 30. Ach, die Teams. Die haben Geld bekommen. Einer ist krank gewesen. Jonas Tavares Carmo, nichts gefunden, nichts bekommen. Krank, keine Bezahlung. Krank, krank. Es sind immer mehr Leute krank geworden, wie es scheint. In Team 1 war es einer, bei Team 2 war es auch einer, aber einer hat auch nichts gefunden. In Team 3 waren es dann schon drei Leute, die krank waren. Könnte das sein, dass es hier also irgendwie eine Krankheit, die Goldminen illegalen Leute dahingerafft hat? Woche 5. Wir haben endlich eine neue Pumpe. Leistet 60 Eimer pro Kopf. Das Team hat in 3 Tagen 150 Gramm gefunden, einen Haufen Gold. Sechste Woche, das Pensum steigt. 75 Eimer pro Kopf. Jeder muss wenigstens 10 Gramm schaffen, sonst kürzen wir ihre Gehaltschecks. 248 Gramm. Siebte Woche, 100 Eimer pro Kopf. 80 Gramm. Diese Faulenzer werden keinen müden Dollar sehen. Achte Woche, 100 Eimer pro Kopf. Zwei Männer weniger. Vergiftung, 17 Scheißgramm. Neunte Woche, Hundearbeit. Hier gibt es nichts. Zehnte Woche, alle sind krank. Malaria, Quecksilbervergiftung. Hoffe, das ist nicht irgendeine Seuche. Elfte Woche, die Maschine ist kaputt. Alle sind tot. Wow. Hoffentlich tatsächlich keine Malaria. Ja, eine leere Dose. Was haben wir hier? Noch eine Notiz. Ich dachte, daneben wäre was. Was haben wir hier? Hier ist Tango. Ich habe den Stamm getroffen und bin jetzt beim Kreis.
Es ist im Blut. Kinder. Die Kinder sind der Schlüssel. Habt ihr verstanden? Störung. Kinder. Die Kinder sind der... Oh Gott, was ist hier passiert? Eine Dose. Oh, warte mal, das ist keine leere Dose. Das heißt, ich könnte jetzt einfach mal essen. Kohlenhydrate, Proteine, Fett, du... Oh, Wurfhaken! Oh Gott, wir haben ihn endlich. Wir haben den Wurfhaken, Kinders. Wir haben ihn. Alles ist gut. Ich pack den mal ein. Das Feuer hier kann ich ohnehin nicht wirklich gebrauchen. Wir haben Bluttransfusionen. Und wir haben den Stamm... Kann es sein... Oh Gott, ich hoffe, Mia steckt da nicht mit drin. Das gefällt mir nämlich nicht. Also entweder wollte sie uns nichts sagen, um uns zu schützen. Oder unsere bezaubernde Freundin, Frau, wie auch immer, steckt da mit drin. Aber kann es sein, durch unsere Entdeckung des Stamms wurden die Leute darauf aufmerksam, dass es diesen Stamm eben gibt. Dadurch, dass sie wussten, dass es ihn gibt, hier gab es auch übrigens Taschen. Genau, hier. Chips. Sehr schön. Wir haben Chips gefunden und hier sind doch eigentlich Medikamente, ne? Scheinbar leer. Okay. Wir hatten nochmal eine Tasche irgendwo. Und einen Erste-Hilfe-Kasten und alles. Ich hoffe mal hinten zurück. Kann es sein vielleicht, dass unsere Frau, dass wir durch unsere Ankunft hier dafür gesorgt haben, dass die Leute diesen Stamm finden? Sie haben ihn gefunden und haben dann, das war das, was wir hier hatten, ja, und da wo wir speichern können. Das heißt, eine leere Dose. Was ist das da drüben? Goldbeutel. Wir haben jetzt Gold. Okay, ich hoffe, das wird uns nicht zum Verhängnis. Ich habe da so ein schlechtes Gefühl eigentlich. Hier drin gab es auch noch was. Da ist noch eine Tasche. Instant-Kaffee, dankeschön. Dosenmilch können wir auch mitnehmen, falls wir es tragen können. Und da ist noch eine Notiz. Auch die lesen wir. Das meinte er mit. Oh Gott. Okay, wisst ihr was? Das lesen wir das nächste Mal. Ich möchte gerade erst speichern und mit Mia tatsächlich einmal sprechen. Wir müssen uns auch schon gleich wieder hinlegen, denn was fehlt uns eigentlich die ganze Zeit? Proteine! Uns fehlen Goldbeutel. Mit dem können wir aber gar nichts machen. Uns fehlen tatsächlich Proteine. Das ist jetzt nicht so gut. Das wäre das Fleisch gewesen. Wir können uns aber auch eine Madensuppe machen, wenn wir mal Feuer machen können. Ich würde jetzt, wie gesagt, ich speichere nochmal. Dann müssen wir uns schon wieder schlafen legen, weil es einfach viel zu, ja, viel zu schnell ermüden. Und nächstes Mal gucken wir uns das andere an. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Ich gehe schon mal rüber zum Schlafen. Dann können wir uns vielleicht nach dem Schlafen wiedersehen. Und nächstes Mal erzählen wir Mia davon, was wir hier gefunden haben. Wir müssen uns nur kurz hinlegen und trinken schadet natürlich auch nicht. Wenn wir es schaffen, hier irgendwo ein Feuer zu machen, das muss ich dann nächstes Mal auch aufbauen, irgend so ein Ding, dann könnten wir es auf jeden Fall hin... Ich speichere mal ganz kurz. Dann könnten wir es auf jeden Fall hinbekommen, vielleicht einen Vogel zu schießen. Ich denke, das würde gehen. Ich denke, das wäre tatsächlich im Bereich des Möglichen. Hoffe ich sehr. Kann ich die Dose mitnehmen? Nein. Aber wir könnten sie nachher essen. Okay, dann würde ich jetzt tatsächlich Schluss machen. Vielen, vielen... Wir gucken auch gleich, dass wir mit Mia reden. Keine Sorge. So, hier ist meine dritte. Da oben. Jetzt sollten wir hydriert genug sein. Ja, auf jeden Fall. Uns fehlen nur ganz, ganz heftig Proteine. Macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und euch werde ich essen. Und hoffentlich sehen wir uns dann das nächste Mal wieder bei Green Hell, wenn wir versuchen, wieder ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Denn das alles hier ist schon sehr mysteriös, muss man fast sagen. Ja, doch, mysteriös. Also, ich traue der ganzen Sache noch nicht so richtig. Auch nicht, was Mia angeht. Denn, dass sie nicht möchte, dass wir uns... Entweder sie möchte uns schützen, weil sie sich sagt, wir verkraften das gerade. Vielleicht nicht zu wissen, dass wir es waren, die Goldgräber und was weiß ich was alle... Oh Gott, haben wir viele Igel. Die Goldgräber hier in den Dschungel gebracht haben. Oder aber es liegt tatsächlich daran, dass sie was damit zu tun hat und vielleicht einen Profit daraus zieht, aber einfach trotzdem nicht möchte, dass uns was passiert. Wer weiß, ich rechne mit dem Schlimmsten. Also, macht euch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.